Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die meisten mich schon kennen. Ich bin auf jeden Fall Chris Steinmann, bin Nährstoff- und Ernährungsexperte, komme ursprünglich aus der IT, habe mich aber dann für einen anderen Themenbereich entschieden. Und jetzt helfe ich natürlich ehemaligen IT-Lern und auch Leuten aus dem Finanzbereich dabei, gesundheitliche Ziele zu erreichen. Wow, das ist klasse. Das finde ich immer gut, wenn man aus irgendeinem Bereich kommt und dort ein Problem erkannt hat, sich dann dort nicht mehr befindet, sondern das Problem schon für sich gelöst hat, ne? Und dann den anderen helfen kann. Weil es ist ja auch gut, dass es noch ITler gibt. Bei den Finanzberatern bin ich mir aber nicht so sicher, ob es das gut ist, dass es die gibt. Aber die ITler auf jeden Fall. Und was hast du da für Tipps? Weil auch gerade wir Online-Coaches, also auch meine Zielgruppe, sitzen auch viel am PC, obwohl sie eigentlich Menschen helfen wollen, gehen sie aber sehr viel jetzt auch über den PC und zoomen und coachen am PC. Was hast du da so für Tipps? Erzähl mal. Ja, was habe ich für Tipps? Das kommt natürlich erstmal darauf an, was hat derjenige für Ziele oder was hat er für Schmerzen. Und die meisten, die jetzt zu mir kommen, die kommen eben mit dem Thema Gewichtsprobleme oder auch mit dem Thema niedriges Energielevel. Mittagsmüdigkeit oder allgemeine Müdigkeit nach dem Ja. Essen, nachmittags keine Konzentration mehr und so. Und abhängig davon hab ich dann entsprechende Tipps, die sich natürlich auf die Ernährung beziehen, also auf die Versorgung des Körpers. Wenn ich Sonnenblumenöl in mein Auto reinschütte, würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn die Karre nicht angeht. Und wenn wir in unseren Körper eben nur Zeug reinschütten, was da nicht reingehört, dann ja, sollten wir uns auch nicht wundern, dass es das nicht ordentlich funktioniert. Ja, hast du da ein konkretes Beispiel? Was wäre jetzt schlecht, was aber viele machen, vielleicht unbewusst, weil sie es nicht von ihren Eltern besser vorgelebt bekamen oder einfach nicht wissen? Ja, also Beispiel, wenn ich jetzt einen Döner zum Mittag esse oder irgend so ein Standardgericht mit Fleisch, Fisch, Gemüse und einer Sättigungsbeilage, dann fühle ich mich ja meistens müde danach irgendwie. Also viele meiner ehemaligen Kollegen haben auch nach dem Mittagessen immer gesagt, wenn sie irgendwie Sandwich gegessen haben oder sowas, ich würde mich jetzt am liebsten erstmal eine Stunde hinlegen, bevor ich weiter programmiere. Ja. Und da sind eben bestimmte Substanzen drinne. Also bestimmte Lebensmittelgruppen sozusagen, die eben für sehr starke Blutzuckerschwankungen sorgen und die sorgen dann eben für eine starke Müdigkeit. Und da könnte man zum Beispiel, ein schneller Tipp wäre jetzt in solchen Standardgerichten einfach die Sättigungsbeilagen wegzulassen. Ja, also das heißt Kartoffeln, Nudeln, ne, das mit Kohlenhydrat. Ja, das ist ja. Kartoffeln sind nicht so schlimm. Kartoffeln kann man ruhig essen, die haben gute Inhaltsstoffe. Aber speziell Nudeln, Reis und Brot Nudeln, und sowas natürlich, ja. Brot, ja, verstehe. Und ja, ich erlebe das auch manchmal selber, muss ich sagen. Viele, die mich kennen, wissen ja, dass wir 6 Uhr meistens starten in den Tag mit Sport, Meditation und dass ich dann auch manchmal, gerade wenn ich jetzt Sport gemacht habe, und dann meditiere, dass der Körper wieder runterfährt, dass ich mich dann tatsächlich am liebsten auch wieder hinlegen möchte. Und hast du da vielleicht auch irgendeinen Tipp, wenn der Körper wirklich dir das Signal gibt, so ich will schlafen, ich will schlafen, was man da machen kann, dass der Körper einfach wirklich fit ist? Also geh mal davon aus, du hast auch deine 7, 8 Stunden geschlafen. Und kannst wirklich den Tag so überstehen? Hast du da irgendeinen Tipp? Ja, da ist dann die Frage, wo kommt die Müdigkeit her? Also unabhängig davon, was man jetzt vorher gemacht hat, ob du jetzt Sport gemacht hast oder einfach nur so müde wirst, das kann halt wirklich sehr viele Gründe haben. Also wenn du sagst, du bist ausgeschlafen mit 7, 8 Stunden, eigentlich ausgeschlafen, bist aber trotzdem müde, dann kann es eben zum Beispiel mit der Schilddrüse zusammenhängen. Also es kann sein, dass die Schilddrüse nicht richtig versorgt ist und man irgendwie in so einer Art Unterfunktion drin hängt. Dann fehlt einem üblicherweise Jod. Das sind jetzt auch nicht gerade wenige Menschen, denen das fehlt. Und das könnte sein, dass das zum Beispiel für eine regelmäßige Müdigkeit sorgt. Ja, Oder also es kann sein, dass es Wassermangel ist. Einfach ja. zu wenig getrunken. Also das ist auch eine sehr häufige Sache, dass die Leute einfach viel zu wenig Wasser trinken. Und logischerweise kann der ganze Nährstofftransport im Körper gar nicht funktionieren. Und oder nicht richtig. Und dann ist natürlich auch wieder Müdigkeit angesagt. Ja, also Müdigkeit ist oft ein Zeichen, was viele Ursachen haben kann, ne? So wie wenn im Auto zum Beispiel die Öllampe leuchtet.
dass man dann eben Öl nachschütten muss. Nur weiß ich das jetzt eben nicht bei Müdigkeit. Das heißt, oder nicht konkret, ob das jetzt wirklich wegen Schlafmangel ist oder Schilddrüse. Also da empfiehlst du bestimmt deinen Kunden auch, dass sie es mit dem Arzt abklären, oder? Kann ich mir vorstellen, dass du das alles ausschließt und dann wirklich schauen kannst, wenn alles fit und gesund ist, dass es wirklich jetzt die Energie hochgeht. Also das überlasse ich tatsächlich meinen Kunden, ob die das mit dem Arzt zusätzlich abklären wollen. Was ich mache, ich gehe da sehr stark nach Logik auch vor. Also wenn ich mir deinen Ernährungsplan genau anschaue, wenn du mir genau erklärst, was du alles isst und was du nicht isst, dann sehe ich dann schon sofort, ist da in der Ernährung Jod enthalten, mal bei dem Beispiel Schilddrüse jetzt, oder nicht. Und wenn da kein Jod enthalten ist und du hast seit 10 Jahren, 20, 30 Jahren diese Ernährungsform, dann weiß ich ja, du hast seit 10, 20, 30 Jahren kaum Jod aufgenommen. Mhm. So, dann kann ich dir das jetzt so mitteilen und sage dir dann, ohne Jod kann deine Schilddrüse eben ja keine Hormone herstellen, beziehungsweise bei den sehr geringen Mengen halt nur sehr wenige. Und dann kann es eben sehr gut sein, wenn noch andere Symptome dazukommen, wie vielleicht Gewichtsprobleme oder auch schlechte Stimmungen, das kann ja auch mit der Schilddrüse zusammenhängen, dann ist der Verdacht sehr, sehr nahe, dass es eben mit der Schilddrüse zusammenhängt. Mhm. Und da muss man eben einfach wirklich ganz genau gucken, wie ernährt sich derjenige, wie ist sein Lebensstil oder ihr Lebensstil. Dieses Gesamtbild ist einfach sehr wichtig. Ja. Und das finde ich auch, das sage ich auch immer zu meinen Kunden, die wollen ja im Online-Business erfolgreich werden. Und das sage ich auch immer, du bist diese Energie, du musst schauen, dass du wirklich fit bist, dich gut annäherst, dich bewegst. Und es ist für viele wirklich eine Herausforderung. Ich frage zum Beispiel nicht nach dem Ernährungsplan, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du nach dem Ernährungsplan fragst, dass viele damit schon überfordert sind, oder? Dass die gar nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche essen oder einfach nur essen, was eben so da ist und wahrscheinlich dann schon mit ihrer Ernährung überfordert sind, weil das nur so nebenbei passiert, oder? Was sind da so deine Erfahrungen bei den meisten Menschen? Also diese langfristige Umsetzung von diesen Maßnahmen ist tatsächlich eine häufige Schwierigkeit. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass einen Ernährungsplan aufzustellen, gar nicht so das Problem ist an der Stelle. Also zunächst mal muss ich ja wissen, was ist mein genau, mein und das meine ich, das meine ja. ich. Das ist, ich kann mir vorstellen, schon eine Herausforderung ist für viele, wenn du wissen willst, was hast du denn die ganze letzte Woche gegessen? Weil viele wahrscheinlich unbewusst essen, dass die jetzt überlegen, ja, da ist das Toastbrot und ja, weißt du, das meine ich, was der Kunde unbewusst ist, dass das für ihn schon eine Herausforderung wahrscheinlich ist, dir mitzuteilen, was er bisher die letzten 30 Jahre gegessen hat. Genau, also es geht nicht um 30 Jahre, sondern es geht wirklich um die Sachen, die häufig gegessen werden. Das heißt, ich lasse es auch gerne während den ersten Tagen noch eintragen, was sie essen. Und da ist es meistens immer noch so ähnlich, wie das eben in der ganzen Zeit vorher war. Und da gehe ich dann mit den Leuten auch in der Session sozusagen wirklich durch ihre Ernährungsform durch und frage dann auch gezielt nach, ist du auch das, dies, jenes, was du vielleicht nicht aufgeschrieben hast, dann kriege ich ja auch Antworten. Und da kann ich aber nach einem genauen System vorgehen und sehe dann, welche Lebensmittel wurden gegessen und welche nicht. Ja. Und ja, abhängig davon, welche Qualität natürlich die Lebensmittel auch haben, achten die Leute vielleicht auf gute Tierhaltung oder auf Bio-Gemüse oder irgendwas, oder haben die da gar nicht drauf geachtet? Auch eine wichtige Sache. Und kombiniert mit allen Fragen, die ich da stellen kann, mit den ganzen Infos, die ich da kriege, gibt es ein sehr gutes Bild. Und das kriegen die meisten auch sehr gut. Ja. Und fällt es deinen Kunden dann auch leicht, sich da umzustellen? Also sich dann wirklich bewusst mit der besseren Ernährung anzufreunden und das umzusetzen? Ja, ich gehe da sehr stark aufs Verständnis. Also ich erkläre den Leuten ganz genau, warum es so wichtig ist, es so und so zu machen und warum es zum Beispiel wichtig ist, die Sättigungsbeilage wegzulassen. Also das ist eben diese Blutzuckerschwankung, von der ich gesprochen habe. Das erkläre ich einen Ticken mehr im Detail, aber jetzt auch nicht extrem technisch, sondern so, dass man es versteht einfach. Und dann weiß man, okay, wenn ich Nudeln esse, von mir aus mit Spaghetti Bolognese oder irgendwas in der Richtung, dann weiß ich genau, ich werde müde, weil das und das und das passiert. Will ich nicht, weil genau aus dem Grund bin ich ja jetzt ins Coaching gegangen oder fange an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen lasse ich es weg. Stattdessen esse ich jetzt Gemüse oder irgendwas anderes. Und genau das finde ich so toll an dir, lieber Chris, dass du den Menschen erklärst, dass sie das verstehen, und dann fällt es den Menschen auch leichter, das zu lassen oder so zu tun, weil sie ja am Ende das Ergebnis wollen, nämlich fit sein
munter sein, Energie haben und ja, auch energievoll ihr Business aufbauen oder mit ihrer Familie zusammen sein. Was sind denn so die Hauptantriebsfedern? Was ist denn so die Motivation deiner Kunden? Warum machen die das? Was wollen die am Ende haben? Ja, also sie wollen erstmal ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff kriegen und haben natürlich immer im Hinterkopf, Zivilisationskrankheiten zu vermeiden, die irgendwann entstehen können. So, also die kommen größtenteils wirklich mit einem Schmerz zu dir, ja? Die kommen, und okay, es ist wieder so typisch, die Menschen bewegen sich wirklich weg vom Schmerz, sagt man ja im Marketing, hin zur Freude. Ja, genau. Und das ist so scheiße, dass die erst kommen, wenn der Schmerz da ist, weil da ist schon so viel kaputt. Aber das ist gut, dass es Menschen gibt wie dich, die sich das anschauen. Und das ist echt wirklich scheiße, dass die Menschen erst anfangen, wenn der Schmerz da ist, sich davon wegzubewegen und nicht schon vorher hin zur Freude. Was wäre denn die Freude in dem Fall? Was ist das so im Normalfall bei deinen Kunden? Ja, das ist das Problem. Die Freude, die kennen die meisten Leute in dem Sinne gar nicht, weil sie eben auch schleichend in dieses Thema reingeschlittert sind. Und für die meisten Leute ist es schlichtweg normal, nach dem Mittagessen. Ja, das ist auch nochmal so richtig scheiße, dass das alles normal ist. Ja, es ist normal, dass ich Kopfschmerzen habe. Es ist normal, dass ich nicht durchschlafe. Normal, dass ich Nackenschmerzen habe, dass ich mich hinlegen muss. Was ist noch alles normal? Schmerztabletten zu nehmen. Und Schmerztabletten, ja. Oder ständig Nasenentzündung. Genau, Juckreiz irgendwo. Ja. Dann kommen die ganz simplen Sachen wie Übergewicht oder manchmal auch Untergewicht. Denn in der IT gibt es tatsächlich auch einige, die irgendwie nicht zunehmen können. Echt, also, ja? Glauben sie zumindest. Okay. Wenn man dann die Ursachen mal herausfindet, warum sie nicht zunehmen können, da mal was dran dreht, dann funktioniert es auf einmal. Dann explodieren sie auf einmal. Also dann gehen die normales Gewicht zurück. Ja, ich verstehe schon, ja. Aber das ist echt so krass, weil bei mir im Coaching beschäftigen wir uns ja nur mit hin zur Freude. Ja, so die Kunden, die zu mir kommen, die sind im Normalfall, haben die jetzt keine körperlichen Probleme, die fühlen sich fit, aber die wollen auch mehr Fitness. Also die wollen wirklich von 6 Uhr bis 24 Uhr fit sein. Die wollen 5-6 Stunden schlafen und aufwachen und sagen, hey, hier bin ich, Universum, schick mir die Kunden, ich bin bereit für wieder zu helfen. Und die wollen einfach Energie und trinken auch Wasser oder nehmen teilweise Miso-Suppe für Elektrolyt oder Omega-3-Öle oder Nahrungsergänzungsmittel. Also die beschäftigen sich schon auch damit. Mhm. Und hast du da vielleicht noch Tipps, was so jemand machen kann, der jetzt nicht unbedingt schon im Schmerz festhängt, aber der einfach mehr Energie will, mehr Leistung, mehr Effektivität möchte? Also du meinst jemand, der quasi nicht bei Null anfängt, sondern schon einiges macht? Genau, der fit ist und der gerne so richtig schön seine Leistung steigern möchte, der wirklich Ziele hat, eine Vision hat und dafür einfach richtig Attacke machen will, weil meine Kunden, die machen Attacke, die dann richtig Gas geben und da bin ich mir sicher, da hört der ein oder andere noch zu und freut sich über einen Chris-Spezialtipp von dir. Ja, da gibt es viele Sachen. Also eine sehr gute Sache ist, einen sogenannten Bulletproof-Coffee zu trinken. Das ist ein Kaffee, eigentlich ein normaler Kaffee, in den man am Ende noch Butter und Kokosöl mit reinmacht. Okay. Beziehungsweise man kann statt Kokosöl auch sogenanntes MCT-Öl reinmachen. Das ist meistens aus Kokosöl extrahiert. Das sind einfach nur bestimmte Fettsäuren. Und die gehen halt voll ins Gehirn. Und das Gehirn freut sich halt extrem über diese Fettsäuren. Mhm. Dadurch geht es die Konzentrationsleistung und das Energielevel deutlich hoch. Das ist auf jeden Fall ein schöner Quick-Tipp, den man machen kann. Und jeder meiner Kunden tatsächlich sagt auch, es schmeckt besser als normaler Kaffee. Also auch geschmacklich ist es besser. Und ansonsten ist es natürlich, je nachdem, wenn jetzt jemand sagt, ich ernähre mich gesund, ich achte drauf, dann kann es trotzdem sein, dass derjenige von Vitamin D noch nichts gehört hat oder einfach auch zu wenig nimmt und einen starken Vitamin D-Mangel hat und deswegen müde ist. So, es kann auch sein, dass es ein vegan lebender Mensch ist, der eigentlich ziemlich gesund ist, so, aber es kann sein, dass er einfach zu wenig Eisen bekommt. Ja. So, und dann deswegen müde ist. Also das muss man dann auch immer wieder gucken, was man machen kann. Aber so grundsätzlich Bulletproof Coffee, Vitamin D anschauen
und allgemein diese typischen Sättigungsbeilagen reduzieren oder ganz weglassen in solchen großen Gerichten. Das sind auf jeden Fall drei sehr gute Sachen, wo das Energielevel sofort hier drum hochgeht. Sehr cool. Und ja, das finde ich echt klasse. Das heißt, jeder Mensch, der irgendwelche Schmerzen hat, ist bei dir richtig. Und Menschen, die einfach mehr Energie wollen, die große Vision haben, die vielleicht in meiner Challenge auch mit sind und Attacke machen wollen, weil sie vielen Menschen helfen wollen oder ja wirklich einen Beitrag leisten wollen. Und du selber lebst ja jetzt, wo magst du noch was erzählen von so deinem Lebenstraum oder deiner Lebensvision? Ja, ich bin jetzt nach Montenegro ausgewandert. Wow. Und was heißt ausgewandert? Sagen wir es mal so, es ist ein Experiment, was ich jetzt erstmal ein paar Monate so fahren will, um einfach mal zu schauen, wie das Leben hier so ist und ob mir das besser gefällt wie in Deutschland. Sehr Weil cool. In Deutschland bin ich jetzt nicht mit allen so einverstanden und ich bin mal gespannt, wie das hier läuft. Alles overall gesehen. Und meine Lebensvision ist es, dass die Leute wissen, was ihnen gut tut, dass sie intuitive Ernährung erlernen und mit intuitiver Ernährung nur auf ihren Körper hören müssen und der ihnen genau sagt, was sie essen müssen. Und dann geht es denen gut und die werden auch nicht krank werden. Das ist meine Vision. Das ist mega. Damit hängt einfach sehr, sehr viel zusammen. Sehr, sehr viele Probleme, die wir auf der Welt haben, die man damit sicherlich lösen könnte. Das finde ich so klasse, weil das geht auch so in meine Richtung mehr wieder, in die Intuition, in die Wahrnehmung. Also nicht so sehr von außen, was muss man alles machen, sondern wirklich wieder mehr zu sich selbst finden, den Körper wahrnehmen, was will der Körper, was braucht der Körper, dass man wieder rauskommt aus diesen Funktionieren oder vielleicht auch festen Strukturen, dass man wirklich wieder auf den Körper hört. Das finde ich richtig klasse, dass du das auch so angehst, lieber Chris, weil das machen noch nicht viele. Das ist jetzt schon so eine Entwicklung, wenn ich das so beobachte, dass viele wieder mehr ins Herz gehen, in die Wahrnehmung, die Intuition. Und das ist ja auch eine Vision, auch von mir, Menschen auch wieder dahin zu bringen, dass sie ihre Träume leben, dass sie ja, sich vertrauen, auch ihren Weg gehen. Und so wie du jetzt auch gerade im Ausland bist, das kann ich total verstehen. So ging es mir auch mal, als ich mal auf Gran Canaria gelebt habe oder in England war, dass man nur, wenn man rausgeht und selber diese Erfahrung macht, dann weiß man, wie es ist, ob es einem passt, ob es einem gefällt oder nicht. Und das finde ich auch so wertvoll, wenn man das dann auch in sein Coaching mit einbringen kann, so wie du vielleicht. Du kannst dann auch erzählen, wie die Menschen sich in Deutschland ernähren oder die ITler oder da. Und das finde ich einfach so klasse, dass du am Ball bist und nicht irgendwo nur im Büro sitzt oder in der Universität sitzt und wirklich im Leben bist und da auch deine Lebenserfahrung mit einfließen lassen kannst. Hast du denn jetzt schon Unterschiede gemerkt, so wie ich damals in England? Ich bin ja damals mit 20 Kilo Übergewicht aus England zurückgekommen nach 7 Monaten. Das war furchtbar, ja, wirklich. Ja, ist schon vielen passiert so in dieser Richtung. Mir ist aufgefallen, das Essen ist besser als in Deutschland. Okay, gut. Viel Gemüse oder inwiefern besser? In jeder Hinsicht. Also selbst wenn man nur Tiefkühlgemüse nimmt, hat das einen deutlich stärkeren Geschmack, sehr viel besser als in Deutschland. Okay. Aber auch jetzt Fleisch, Fisch esse ich ja auch alles. Meiner Meinung nach deutlich bessere Qualität. Schmeckt sehr viel besser, mein Körpergefühl ist noch besser. Selbst wenn ich jetzt in Deutschland wirklich gute Haltung kaufe, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, an wirklich hochwertiges Fleisch ranzukommen. Muss man natürlich ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Und dann kommt man ungefähr auf eine ähnliche Qualität, die ich jetzt hier erfahre, ohne großartig Geld dafür ausgeben zu müssen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied, ja. Das ist gut. Also ich empfehle niemanden, nach England für längere Zeit zu gehen. Wir haben da wirklich nur Pommes gegessen, Burger. Also das war wirklich furchtbar. Aber ich war damals noch jung und konnte auch schnell wieder abnehmen. Ich hatte dann in Berlin bei jemandem die Akupunkturnadeln mir setzen lassen. Das war jemand aus München, der da in Berlin auch eine Praxis hatte. Und habe in 3 Wochen 10% Körpergewicht reduziert und bin dann noch weiter dran geblieben, weil ich ein Ziel hatte. Ja, also ich wollte diese 20 Kilo wirklich schnell wieder verlieren, habe das auch geschafft.
Und da war ich echt mega stolz auf mich damals. Leistung, ja. Ja, weil ich auch nicht so, ja, so ein Abnehmen-Typ bin oder auch eben gerne genieße und esse. Und das, diese Disziplin damals aufzubringen, das war wirklich eine Leistung für mich oder eine Herausforderung damals, diese Disziplin zu halten. Ja, das ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Faktor, Disziplin beim Thema Abnehmen. Mir ist es eben wichtig, dass sich jeder immer satt ist. Also ich halte nichts davon, dass sie irgendwie runterhungern oder irgendwas, weil damit zerschießen wir uns nur einen Stoffwechsel, dann haben wir nachher einen Jojo-Effekt, weil der Stoffwechsel noch schlechter ist. Wenn wir wieder genauso essen wie vorher, das führt zu nichts, das sehen wir ja. Und also man kann sehr, sehr gut genießen, sehr viel essen auch und trotzdem abnehmen, wenn man einfach so ein paar Feinheiten beachtet. Das und Nährstoffe, auf Nährstoffe achtet und so weiter. Das ist wirklich eine wichtige Sache. Cool. Und ja. Und wer noch Sport und Bewegung will, ihr Lieben, der ist bei mir in meiner Challenge richtig. Ich nehme euch früh um 6 mit Sport und Meditation und Dankbarkeit, weil dann fühlt ihr euch schon mal richtig cool. Und wer auch im Business mehr Sichtbarkeit möchte, mehr Kunden als Coach oder Berater, dafür ist auch die Challenge super, weil ich euch immer zeige, wie ihr Stories machen könnt, wie ihr sichtbar sein könnt, wie ihr schneller euch eine Community aufbauen könnt, damit ihr mehr Interessenten habt, mehr Verkaufsgespräche und mehr Abschlüsse. Und du, lieber Chris, erzähl nochmal, was ist denn so die größte Herausforderung, mit der die Kunden zu dir kommen? Die größte Herausforderung? Es ist ja meistens dauerhaft umzusetzen. Okay, dran zu bleiben. Wirklich eine dauerhafte Veränderung herbeizuführen, weil darum geht es im Endeffekt. Bringt mir nichts, wenn ich jetzt 2 Monate mal alle Sachen richtig mache oder viele Sachen und dann wieder alles so wie vorher. Dann werde ich natürlich wieder da landen, wo ich vorher war. Und das dauerhaft zu machen, ist eine große Herausforderung, fällt aber vielen nach einer gewissen Zeit trotzdem relativ leicht, weil sie merken, wie gut sie ihn tut und merken ja auch, es schmeckt ja trotzdem. Super. Nicht so genau besser wie vorher und demzufolge. Das ist mega, dass du da wirklich dauerhaft hilfst, denn viele Konzepte sind nur für kurzfristige Erfolge und dann wirst du allein gelassen. Also ihr Lieben, wer wirklich dauerhaft langfristig Erfolg haben möchte für Gesundheit, Fitness, Vitalität, buch dir ein Vitalitätsgespräch beim Chris. Und wer mit mir ein bisschen den Tag beginnen will, in Sport, in Freude oder auch mehr Kunden will, komm in meine Challenge. Und dann wird sich die ganze Realität verändern und es wird immer leichter und einfach schöner und du kannst deine Träume leben. Ich danke dir, lieber Chris, dass du da warst und ich weiß, du hast auch nicht so viel Zeit, bist ein sehr gefragter Coach und danke dir für dieses tolle Interview. Wünsche dir noch ganz viel Spaß und Freude und gute Gerichte. Ja, vielen Dank, Anne, dass ich hier sein durfte. Ich kann auch jedem empfehlen, speziell auch in deine Morgenroutine reinzukommen. Also das ist der beste Start in den Tag. Das gibt auch richtig viel Energie. Ja. Morgenroutine, super Sache. Und ja, dann bis demnächst, liebe Anne. Bis.